Moin moin und herzlich willkommen zurück am Snoo Airport Frankfurt und wir sind dabei, den Sonnenaufgang zu erleben. 6:11 Uhr ist es derzeit, 8,4 Grad, Wind ein Knoten. Wir sind im Herbst, das ist die Jahreszeit, die wir derzeit haben. Ja, können wir noch mal reingucken. Also es ist immer noch wunderbar, dieses Spiel mit den ganzen kleinen Details. Und wir haben mittlerweile 11,4 Millionen knapp auf dem Konto. Was soll ich sagen? Das Terminal ist fast fertig. Bestimmt noch nicht ganz. Aber wenn ihr das hier alles so seht, die ganze kleine Feinarbeit, die hier drin steckt, um letztendlich die Flieger hier an Land zu kriegen und die Passagiere glücklich zu machen. Naja, ihr habt es ja mitbekommen. Es waren ja ungefähr 20 Folgen, die wir jetzt damit verbracht haben. Ja, und hier sehen wir es nochmal, ne? Wir haben Shoppingbereiche, wir haben also Shoppingbereiche, wir haben Lokale hier drin, wir haben kleine Fressstände, wir haben Toiletten für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und ja, wirklich eine ganze Menge mittlerweile hier verfügbar. Das, was jetzt noch fehlt, sind die gleichen Annehmlichkeiten für die Flüge, die Inland betreffen. Wobei ich, eigentlich müsste man ja sagen, man muss die Zone hier noch ein bisschen ausweiten. Also die Zone für die internationalen Flüge, weil das Gros wird nun mal von den internationalen genutzt und nicht für Inlandsflüge genutzt werden. Ne? Also A320 und so, ja, die stehen hier drüben. Ich weiß gar nicht, was hier ankommt. Ne? Also Boeing 777, A380. Ich hoffe, den gibt es hier noch in dem Spiel. Ja, solche Flieger stelle ich mir hier vor. Aber wir haben, ja, wie gesagt, knapp 1,4 Millionen auf dem Konto. Und eigentlich sind wir soweit schon ganz gut fertig. Ach, guck, hier können wir mal reingucken. Da steht es nämlich. Also Boeing 737 oder der A320 kann ich auch parken. A321, A340. Jo, A330. Mit dem bin ich neulich erst geflogen aus den USA wieder zurück. Das ist ein Riesenklopper, ne? A330. Und ja, von der Ausstattung her schon nicht verkehrt. So, was ist jetzt hier wieder bei Terminal 1 M Stand 7? Das Problem. Gucken wir nochmal, ob ich noch weiß, wie das hier funktioniert. Das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das müsste 7 sein. Catering fehlt noch. Gucken wir mal rein. Stand 7. Nicht international, sondern der normale. So, da haben wir ihn. Kann um eine Stunde verzögert werden, würde ich meinen, ne? AS, achso, da ist er. AS, ja, doch, Stunde geht. So, und dann hoffe ich, dass der Caterer gleich kommt. Weil eine Stunde ist halt auch einfach mal schnell rum, ne? Jetzt kann das andere Flugzeug leider nicht starten. Das sind immer die kleinen Probleme. Wo ist jetzt dieser Caterer schon wieder? Also, Caterer ist noch nicht da. Und wer weiß, wo er ist. Nö, das geht leider nicht. Dann müssen die jetzt ohne Mampf nach, wo geht's hin? Haugesund Airport nach Norway. Ja, gut. Werde ja wohl 4 Stunden ohne Mampf auskommen, oder? Ach, die CRJ 700 ist von Mitsubishi. Aha. Das wusste ich auch noch nicht. Ja. Und wenn die hier schon groß aussehen, die Flieger, ne? Boeing 757-200. Mit 96 Personen an Bord. Wie groß sehen dann erst die anderen Maschinen aus, wenn die hier ankommen? Ich meine, ich habe ja einmal das Tutorial gespielt und da hatte ich auch die großen Maschinen drin.
Das war auch alles in Ordnung. Aber wie sehen die Dinger aus? Das ist natürlich eine gute Frage, ne? So, und gleich geht's los. 12 Millionen, habe ich gesagt, ist erstmal so das Minimum, was wir brauchen, um bauen zu können. Ich habe das ja grob berechnet. Aber eigentlich möchte ich ja auf 14 Millionen kommen. So, ein MP8E8. Stand. Stand 5. Das ist der hier. Ne? Terminal 1, normal. Joa, das ist Boarding noch nicht abgeschlossen. Aber dürfte jetzt gleich soweit sein. 34, 35. Wo ist der letzte? So, da ist er an Bord. Und dann kann das jetzt auch losgehen. Wow, was mit denen hier? Ich kann das Gepäck nicht abholen. Ah, Moment. Da waren wir doch bei der letzten Folge irgendwie dran. Beim Gepäck. Moment mal. Also, jetzt muss ich mal gucken, weil wir hier unten in der Gepäckabteilung ja Dinge getan haben. Warum ist das Ding zu? Kann ohne Verbindung zu einem Parkposition, einem Check-In-Schalter oder einer Gepäckausgabe nicht eröffnet werden. Okay, also wir haben das. Und jetzt brauchen wir... Mit wem ist der denn verbunden? Gepäckausgabe. Ja, da kommen wir jetzt nicht ran. Nichtsdestotrotz sitzen die da oben und warten auf ihr Gepäck. Ist doch alles misslich. Ah, ja, okay. Hm. Ja, ich könnte ja hier zum Beispiel auch extra Straßen bauen, die nur für unsere Bordfahrzeuge, Verpflegungsfahrzeuge wären. Aber was das kosten würde. Extra Straßen für die einzurichten. In jedem Fall wird ja hier Gepäck abgegeben. Ja, oder sind die irgendwie zu, die Dinger? Nee, keine Flüge geplant. Ja, sie sind offen, aber es wird nichts. Ja, okay, die sind gar nicht verbunden. Das ist das Ding. Ja, probieren wir das doch mal. Ja, die sind verbunden mit der anderen. Da sind noch ein paar verbunden. Mit der. So, und die hier ist auch mit der verbunden. Boah, wenn da keiner will, dann machen wir doch das da so dran.
Vielleicht hilft es ja. Das waren jetzt eigentlich alle die, die... wohl mit den kleinen Stands verbunden gewesen sind, die wir aber nicht mehr haben. Also das ist übrigens auch neu hier. Ne? Also es gab ein Update. Wir sind jetzt in der Version 1.0.3.3. Und jetzt gab es vor ein, zwei Tagen Update. Und das ist jetzt neu, dass das hier so erscheint und ausgewählt werden kann. Kann ohne Verbindung zu einer Parkposition. Check-in-Schalter. Ja, okay. Check-in-Schalter haben wir. Können jetzt hier noch mal gucken, ob diese Parkposition irgendwie mit einer Ausgabe neu verbunden werden muss. Wovon ich fast ausgehen würde. Gepäckverladestation? Ne, ich brauche jetzt doch eigentlich eine. Oder muss das jetzt von hier kommen? Verbindung nicht möglich. Ja, weil es jetzt ein oben drüber ist. Ne. So, jetzt ist der verbunden. Und jetzt kann er auch benutzt werden. Jetzt muss ich mal eben hier die Zonen mir angucken. War schon so lange nicht mehr in diesem Bereich hier drin. Ist von der Verladestation nicht erreichbar. Okay. Also hier ist auf jeden Fall schon Gepäck drauf, obwohl die zu ist. Offen ist offen. Also jetzt sind zumindest alle offen. Ein Gepäckband dieser Ausgabe ist nicht erreichbar. Ja, okay. Hier fehlt jetzt... Ja, das ist immer diese Kleinstarbeit, die man hier noch hat, ne? Also, klar, hier fehlt jetzt natürlich das Ding. Und dementsprechend kann es auch nicht weitergehen. So, aber da oben dürfte sich jetzt zumindest der Stau aufgelöst haben. Und wenn das da reingebaut ist, dann passt das auch wieder. So, wechseln wir wieder in die Perspektive, die wir in den letzten 20 Folgen hatten, zurück. Und dann sollte es auch funktionieren. Nichtsdestotrotz wird das jetzt wieder ein bisschen beschleunigt. 11,6 Millionen auf dem Konto. Ja, und das, was nicht passieren darf, ist, dass wir jetzt anfangen zu bauen und zum Schluss haben wir ein Problem. Weil wir nicht genügend Geld haben, um das Ganze dann irgendwie hinzukriegen. Kann man denn eigentlich... Das ist wieder so eine Planungsfrage. Kann man denn eigentlich über eine aktive Start- und Landebahn hier noch eine andere dazwischenlegen? Ich würde vermuten, das geht nicht. Aber in der Planung probieren wir das einfach mal aus. So, Zufahrt klein. Auch nur von der Seite wieder. Also hier würde es theoretisch gehen. Und kann ich da jetzt einen Rollpfad drüber legen? Ich möchte meinen, das geht nicht.
Rollfeldfundament. Gucken wir mal. Vielleicht kann man das ja hier drüber legen. Ne, kann man nicht. So, wenn ich das jetzt so machen würde. Ne, das geht leider nicht. Also ist diese Idee, die ich hier hatte, eigentlich auch schon wieder direkt obsolet. Da noch eine Bahn dazwischen zu bauen, so eine kleine. Würde nur funktionieren, wenn man letztendlich hier so rumkommen würde. Aber das reicht leider nicht von der Breite her aus. Müsste man die näher dran machen eigentlich. Sonst auch nicht, warum ich die so weit auseinandergebaut habe. Müsste man die eigentlich näher dran schieben. Und dann könnte man noch so eine kleine dazu packen. Und ja, aber da wüsste ich auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo ich jetzt hier in diesem Bereich noch irgendwie dafür sorgen könnte, dass man ein kleines Terminal hier reinbaut. Ja, das Ding hier ist eigentlich auch überflüssig. Könnte man höchstens letztendlich zwei von jeweils denen hier wegnehmen. Und dann hätte man 8 pro Seite. Und dann würde das auch mit den Verladestationen hinhauen. Und eigentlich hätte ich auch mal wieder Lust auf ein Event in irgendeiner Art und Weise, ne? Aber das fehlt leider komplett. So, was fehlt denn da immer bei denen? Nichts wahrscheinlich. So, 10 ist das Ding hier, richtig? Gut, da fehlt nichts. So, dann M, Stand 2. Da fehlt das Boarding, hat noch nicht begonnen. Haben wir zu wenig Menschen. Ja, hier fehlt Personal. Und deswegen dauert das so lange, weil wir zu wenig Personal haben. Also stellen wir doch einfach noch ein paar, lassen die Sicherheitsbeamte ein. Anstellen, anstellen, ablehnen, 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 ablehnen. So, dann gehen wir mal zum Personalüberblick. Sicherheitsbeamte weiterbilden. Weiterbilden. Die bilden wir alle weiter, soweit es geht. Weil das sind nämlich auch die Burschen, die dafür sorgen, dass Copper auf einmal irgendwo landen oder ungeröntgt irgendwo landen, wo sie gar nicht landen sollen. Ah, sehr gut. Also jetzt kann sich die Schlange hier ein bisschen auflösen. Ja, anstellen, anstellen. Ablehnen, siehst du. Haben wir es wieder. Vermutlich gefährliches Gepäck. Na komm. Okay. Bewerber. Ablehnen. Wie sieht das hier oben aus? Auch große Schlangen. Gut, da fehlt jetzt noch ein bisschen Personal. Hier auch.
Also, wir brauchen mehr Sicherheitsbeamte. Bewerber. Die sind aber alle scheiße. Haha, jetzt habe ich den falschen abgelehnt. Ist der Gute auf einmal dazwischen gerutscht. So, anstellen, ablehnen. Ablehnen. Ja, das machen wir jetzt mal. Wow, fast 3000 Passagiere an Bord hier. Ablehnen. Jo, in jedem Fall anstellen. Bist ja schon angestellt. Du wirst abgelehnt. Ach, du wirst auch abgelehnt. Leider Gottes. Was ist denn hier schon wieder los? Also, M12. Das dürfte der hier sein. Ja, gut, war eine kurze Verzögerung. So, aber jetzt haben wir mittlerweile so viele Passagiere hier, dass die echt alle warten, warten, warten. Ja, und wir brauchen einfach noch ein paar mehr von den Mitarbeitern hier. Ja, da kommt noch einer. Die brauchen wir gleich eh alle. Weil wir natürlich im großen Terminal genauso viele Menschen haben, die rein wollen. Und dafür brauchen wir eine ganze Menge von den Mitarbeitern. Das ist einfach so. So. Anstellen. 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 Ablehnen. Anstellen. So, gleich haben wir die 12 Millionen auf dem Konto. Dann können wir überlegen, ob wir vielleicht schon mal langsam anfangen, das ein oder andere zu bauen. So, in jedem Fall dürfte es jetzt einen Ticken besser geworden sein. Da fehlt jetzt natürlich auch einer in der Schlange. Und das ist auch kein Wunder, dass die nicht ankommen, die Jungs und Mädels, ne? Die zum Gate wollen. Hat er mir aber auch nicht angezeigt, dass hier tatsächlich so ein Mangel an Fachkräften gerade ist. So, wie viel kommen in der Straßenbahn? 115 auf der Seite und hier 106. Ja, und je mehr ich jetzt von der Infrastruktur hier drum herum baue, desto mehr wird natürlich auch das Konto wieder belastet und desto weniger an Income haben wir. Schon wieder gefährliches Gepäck. So, wir gehen weiter mit der Einstellungsoffensive hier. Ist mir auch egal, was die jetzt letztendlich haben wollen an Geld. Können wir nach dem Guten noch gucken. Ja.
So, Mitarbeiter, wie viele haben wir? Lukas-Betreuer fehlen tatsächlich auch noch ein paar. Mal auch nochmal nachgucken. Anstellen, anstellen. Lukas-Betreuer. Davon brauchen wir gleich auch noch eine ganze Menge. Genau wie andere Menschen im Sinne von Hausmeistern. Anstellen, ablehnen, anstellen, 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 anstellen. Dann brauchen wir natürlich Ramp Agents eine ganze Menge. So, und da blenden wir mal die aus. Ach, das ist viel besser. So machen wir das mal. Dann kriegen wir nur noch die, die gut sind. So, Ramp Agents, Sicherheitsbeamte. Ja, da geht noch was. Haustechniker werden wir auch ein paar brauchen. Sicherheitsbeamte. Ja. Also wir stellen gerade richtig viele Menschen ein. Das ist die große Einstellungsoffensive hier. Ja, Ramp Agents brauchen wir noch und nöcher. Von denen brauchen wir auch noch eine ganze Menge. Hausmeister. Jo. Führungskräfte brauchen wir nicht. Nee. Lukas-Betreuer. Ja. Ja, und die werden wir gleich alle dann natürlich noch weiter ausbilden. Und die 12 Millionen sind geknackt. So viel hatten wir noch nie auf dem Konto. So, Haustechniker. Also haben wir jetzt eine ganze Menge. Sicherheitsbeamte. Die stehen jetzt noch im Fokus. Ramp Agents so und so. Ja, dann gucken wir gleich mal. Also, jetzt dürften wir aber auch endlich mehr als genügend von diesen Menschen hier haben. So, da fehlt auch noch einer. Ist da nicht zu fassen. Wo sind die denn immer? Was machen die denn? Da wird so viel eingestellt. Ja, die haben bestimmt den Flug verpasst. Ja, ist halt eine gute Frage, wo die sind, ne? Ja, dafür brauchen wir natürlich auch Sicherheitsbeamte. Sicherheitspatrouille. Die kann man auch hier durch ein... Kann man die hier auch durch ein... Kann man bestimmt, ne? Wird's ja nicht nur fürs Auto, oder? Das kann ich leider nicht so schnell lesen. Das ist ja blöd, dass das jetzt so schnell weg ist. Jo, warum nicht? Können wir mal machen. Ja. Achso, guck mal. Da haben wir ja schon ein paar Patrouillen. Gut. Also, wie dem auch sei, diese Folge ist am Ende 12,2 Millionen. Wir haben es geschafft. Wunderbar. Und so, ich würde meinen, spätestens in der nächsten Folge, wenn nicht gar in der übernächsten Folge, dann fangen wir an zu bauen. Und zwar hier drüben erstmal im Untergrund. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben, Kommentare gern gesehen und ein Abo, falls ihr noch kein Abonnent seid. Ja, und wenn es euch interessiert, wie wir angefangen haben, dann fangt einfach nochmal von vorne an, guckt euch das an. Oder ihr wartet jetzt auf
Age of Empires oder auf NBA 2K22 oder auf Jurassic World Evolution 2 oder auf die neuen Microsoft-Videos, die demnächst kommen werden. Alles zum Flight Simulator. Ne? Also, bis dahin, bleibt gesund, macht gut. Ciao, ciao und bye, bye.